von das Gottes Wort von diesem Tag. Wenn Gott für uns in diesem Tag hat, dieser Herr muss bereit sein für das Nehmen. Halleluja. Gott, wir sagen Danke. Danke, weil wir sind hier für dich am Beten, für dich gehorchen, für die Liebe, Halleluja. Herr, danke für unseren Pastor Stefan. Sprich durch er für unser Leben. Heilige Geist, benutze er. Dein Feuer sei in er, Halleluja. Amen. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Wort. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Amen. Wir sind bereit. Ich möchte zum Anfang noch beten. Herr, gib uns mehr von dir heute, mehr von deinem Wort, mehr von deinem Heiligen Geist, mehr von deiner Kraft, Herr. Wir beten darum, wir bitten dich darum, dass du heute zu uns sprichst in deinem Wort, dass du uns führst und leitest, dass du uns auferbaust, aber auch zurechtweist. Wir geben uns dir hin als Gefäße und wir wollen, dass du uns füllst mit deinem Öl, mit deinem Heiligen Geist. Wir segnen jeden Einzelnen, der diese Nachricht hört, im Namen Jesus. Amen. Ja, Jesus ist der, der befreit. Amen. Das ist die Überschrift der heutigen Predigt. Ist der, der befreit. Oder ist unser Befreier. Wir finden den Text in der Apostelgeschichte 12, also unser Ausgangstext. Apostelgeschichte 12, Vers 1 bis 17. Wir lesen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Um diese Zeit, Apostelgeschichte 12, Halleluja. Halleluja. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Jakobus aber, den Bruder des Johannes, tötete er mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber gerade die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn festgenommen hat, legte er ihn ins Gefängnis und übergab ihn vier Rotten von je vier Kriegsknechten, um ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzustellen. Und Petrus wurde zwar im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete unablässig für ihn zu Gott. Und in derselben Nacht, als ihn Herodes vorführen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten, und die Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und sieh, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtete in der Zelle. Und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen von ihm von seinen Händen.
Und der Engel sagte zu ihm, zieh dich an und binde deine Sandalen unter. Und er tat es. Und er sagte zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, er sehe eine Vision. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zum eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das öffnete sich vor ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit, und gleich darauf verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sagte er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes und von aller Erwartung des jüdischen Volkes errettet hat. Und während er das dachte, kam er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, der mit dem Zunamen Markus hieß, wo viele beieinander waren und beteten. Als Petrus an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie das Tor nicht auf vor Freude, sondern lief hinein und berichtete ihnen, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sagten zu ihr, du bist von Sinnen. Sie aber bestand darauf, es wäre so, da sagten sie, es ist ein Engel. Petrus aber klopfte weiter an, als sie aber öffneten, sahen sie ihn und erschraken. Er aber bedeutete ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte und sagte, berichtet das Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog einen anderen Ort. Halleluja. Was für eine Befreiung. Was hat Petrus getan? Was hatte Jakobus getan? Sie waren keine Verbrecher. Weder Petrus noch Jakobus waren Verbrecher. Sie hatten niemanden verletzt. Sie hatten niemanden ausgeraubt. Ihre Schuld war, dass sie die Liebe von Jesus Christus verkündet hatten und sein Evangelium. Amen. Podemos sentarnos. Estamos. Herodes legte die Hand an die Jünger. An die Jünger Jesus. Das war mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass den Juden dies gefiel. Sie hatten Gefallen daran. Drittens, Petrus wurde festgehalten von 4x4 Soldaten als ein Schwerverbrecher. Ja, er schlief, er wurde gefesselt zwischen zwei Soldaten. Viertens, und das ist das Wichtigste für die Gemeinde betete anhaltend für ihn zu Gott. Die Gemeinde betete anhaltend für ihn zu Gott. Fünftens, es kam der Engel, weckte den Petrus auf mit einem Schlag an die Seite. Sechstens, es war Licht. Es leuchtete in dieser Finsternis. Es leuchtete ein Licht des Engels in diesen Kerker. Siebtens, der Engel befiehlt Petrus, er soll die Schuhe anziehen, er soll die Kleidung anziehen und ihn
folgen. Und achtens, Petrus glaubte, es sei eine Vision, es sei ein Traum. Und der Engel führt diesen Petrus bei diesen Wachen vorbei bis zu dem eisernen Haupttor, das sich von alleine öffnete. Und er ging hinaus, er war frei. Diese Geschichte von der Befreiung von Petrus betrifft viele Sünder. Viele Sünder, die auch in Ketten liegen. Aber Jesus ist gekommen, Halleluja, damit wir frei werden. So wie der Engel den Petrus befreite, so befreit das Licht unseres Herrn Jesus Christus heute Sünder, die in Ketten liegen. Und der Teufel hat keine Macht mehr über sie. Was können wir aus dieser Geschichte von Petrus herausnehmen? Petrus glaubte selbst nicht, was geschieht. Als Petrus vor der Tür der Jünger war, glaubten die Jünger nicht, dass es der Petrus ist. Sie glaubten, es ist ein Engel. Sie waren von Freude außer sich, dass sie sogar vergaß, die Tür zu öffnen. Sie lief. Petrus klopfte. Sie hatten Angst, denn sie hörte an der Tür, wer ist es? Es könnten die Soldaten sein, um sie festzunehmen. Was können wir herausnehmen aus dieser Geschichte? Petrus hatte keine Angst. War der Glauben der Jünger groß genug, um Petrus dort zu befreien? Denn sie konnten es nicht glauben, dass der Petrus vor der Türe stand. Ja, selbst Petrus glaubte es nicht. In seinen Gedanken, als er ging aus der Stadt heraus zu den Jüngern, in seinen Gedanken wurde ihm klar, dass soeben ein Wunder geschieht. Das heißt, wenn Gott wirkt, dann kann es sein, dass unser langsames Gehirn länger braucht, um dies zu verarbeiten. So wie Petrus befreit wurde im Gefängnis, so möchte Jesus Christus alle befreien, die gefangen sind. Alle befreien, die der Teufel gefangen hält. Und wir schauen uns einen Vers an im 1. Johannes 3, Vers 8. Wenn Gott sagt Amen. Du kannst das auch in deiner Muttersprache lesen. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 8. Amen. Es sagt Folgendes: Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Der Sohn Gottes ist offenbart geworden, dass er die Werke des Teufels vernichte. Aber wer die Sünde tut, der ist des Teufels. Denn der Teufel sündigte von Anfang an. Das heißt, die Sünder sind unter der Herrschaft des Teufels. Sie sind in den Ketten der Sünden gefangen. Das ist das Problem.
dass wer die Sünde tut, der ist des Teufels. Und wer gefangen ist in der Schlinge des Teufels, der braucht Errettung. Der Gefangene braucht Befreiung. Der Gefangene braucht das Licht. Und wir haben einen Herrn, der befreit. Wir haben Jesus Christus, der die Gefangenen befreit. Der die, die gefesselt sind, befreit. Der die Ketten sprengt, die der Teufel um dich hat, im Namen Jesus. Wir haben unseren Herrn Jesus, der uns befreit. Glaubst du das? Ich glaube das. Kolosser, Vers 1, Kapitel 1, Vers 13. Im Kolosserbrief. Kapitel 1, Vers 13. Die Hoheit Christi. Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns ins Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Jesus Christus hat uns aus der Gewalt der Finsternis errettet. Wir sind gerettet durch seine Liebe. Halleluja. Im Psalm 116, Vers 3. Steht: Stricke des Todes hatten mich umfangen und Ängste des Totenreiches hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Es umfingen mich die Bande des Todes und die Bedrängnisse des Scheuels erreichten mich. Ich fand Drangsal und Kummer. Und viele Sünder sind gefangen, so wie Petrus gefangen war. Viele Sünder wissen das vielleicht gar nicht, dass sie gefangen sind in der Schlinge des Teufels. Denn der Teufel ist der Herr der Lügen, der König der Lügen. Aber es gibt für uns einen Auftrag als Gemeinde. Es gibt für uns einen Auftrag, den wir in diesem Vers 5 in der Apostelgeschichte lesen. Die Gemeinde ist berufen zu beten. Berufen im anhaltenden Gebet für die Sünder und Verlorenen, damit sie befreit werden. Halleluja. Konnten die Ketten den Petrus halten? Nein. Konnte der Tod Jesus halten? Nein. Der Auftrag, sozusagen, wenn wir uns das bildlich vorstellen, ein Engel steht da in der Zelle des Petrus. Es ist Licht da. Es ist der Bote, der Verkünder, der das Licht brachte, das Evangelium von Jesus Christus. Er weckte den Schlafenden. Amen. Er weckte den Schlafenden. Und ich glaube, Jesus möchte heute die schlafende Gemeinde wecken, dass die Gemeinde anfängt zu beten für die Verlorenen, anfängt zu beten für die Sünder, damit sie gerettet werden, damit jemand kommt und ihnen das Evangelium bringt, das Licht von Jesus Christus.
Ephesus 5, 14. Epheser Kapitel 5, Vers 14 steht: Darum heißt es, wache auf, wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, dann wird dich Christus erleuchten. Steh schnell auf, steh auf, befahl der Engel dem Petrus. Vielleicht glaubte Petrus in diesem Moment, das ist meine Interpretation. Vielleicht glaubte Petrus in diesem Moment, es ist seine Stunde gekommen. Denn kurz zuvor hat Herodes den Jakobus mit dem Schwert getötet. Und vielleicht dachte er, ja, kurz nach dem Passafest werden sie auch mich hinrichten. Vielleicht war deswegen der Schlag des Engels, um Petrus aufzuwecken, zu sagen, hey, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Steh auf, zieh deine Schuhe an, nimm deine Klamotten und folge mir. Vielleicht war es in dem Moment, wo Petrus gesagt hat, neben mir ist ein Soldat, da ist auch ein Soldat, ich bin gefesselt in diesem Kerker, ich komme hier nicht mehr raus. Und vielleicht gibt es viele Menschen, die sich gleich fühlen, die sich fühlen in einem Kerker, eingeschlossen in einem geistlichen Kerker. Vielleicht ist das nicht ein Kerker aus Mauern, den man sehen kann, aber vielleicht ist es ein geistlicher Kerker, wo jemand in geistlichen Ketten hängt. Wenn Jesus Christus durch seinen Engel die eisernen Ketten von Petrus sprengen kann, die Gefängnistüren öffnen, dich vorbeiführen kann bei den Wachen und durch das eiserne Tor, das sinnbildlich steht dafür, für Gefangenschaft. Und wenn dieses aufgeht, dann ist Freiheit da im Namen Jesus. Dann ist Freiheit durch den Namen Jesus Christus da, denn er ist das Licht, das wir verkünden. Es ist das Evangelium von Jesus Christus, das die Ketten sprengt der gefangenen Sünder im Namen Jesus. Wache auf, der du schläfst. Stehe auf aus den Toten und der Christus wird dir leuchten. Gemeinde, steh auf. Leuchte mit dem Licht von Jesus Christus. Mit seinem Evangelium können wir Gefangene befreien. Sünder retten, im Namen Jesus. Amen. Ja, Herr, ich danke dir für das heutige Wort. Lass dein Wort schallen in Österreich, in Deutschland, überall hin, wo Menschen diese Sprache verstehen, damit sie errettet werden, damit sie dich kennenlernen im Namen Jesus. Nicht Stefan Wiesinger, dich, Jesus Christus. Dass sie dich kennenlernen. Ich bitte dich darum, Vater, dass du wirkst, dass du Ketten befreist und sprengst, damit die Seelen und Sünder errettet werden. Wir beten dafür im Namen Jesus. Amen.